Hallo mal wieder, neues Jahr, neuer Flügel. Nach dem kurzen Intro zeige ich euch unseren neuesten Werkstatterrungenschaft, die wir im Kundenauftrag restaurieren sollen. So, hier stehen wir nun vor einem Steinmeierflügel Modell A, Baujahr 1894, noch ein 85 Tasten A, den wir jetzt frisch reinbekommen haben. Für uns erstmal eine Standardarbeit, sprich, der Flügel ist jetzt vom Gehäuse her erstmal schon mal zerlegt, so dass wir als erstes den Rasten machen können. Mechanik und alle Anbauteile sind erstmal entfernt. Bei diesem Flügel ist augenscheinlich jetzt erstmal nichts Besonderes im Argen. Das können wir aber schlussendlich erst sehen, wenn wir das Instrument komplett zerlegt haben. Sprich, unsere Auszubildende Laura wird gleich einfach damit anfangen, die alte Dämpfung zu entfernen, den alten Seitenbezug zu entfernen, sodass wir die Gussplatte aus dem Flügel ausbauen können. Bei diesem Flügel ist es jetzt so, der hat original noch einen sogenannten Decal, sprich einen Resonanzbodenaufkleber, den es heutzutage leider nicht mehr gibt. Wir haben aber mittlerweile eine Methode entwickelt, mit der wir versuchen können, den Resonanzbodenaufkleber durch abfotografieren und ausdrucken mit einem speziellen Mittel sozusagen neu auf den Resonanzboden aufzubringen, um diesen originalgetreuen alten Touch wiederherzustellen. Das Verfahren werden wir noch perfektionieren müssen. Wir arbeiten dran und werden es in den nächsten Tagen dann einmal bei einem Flügel ausprobieren. Wie gesagt, hier jetzt erstmal die Entsaitung des Instrumentes, Entfernung der Gussplatte, Überprüfung des Stimmstocks und des Stimmwirbels, um zu wissen, welche Stärke drin ist, ob es noch die Originale ist oder ob der Flügel schon mal einmal restauriert wurde. So Sachen wie die Duplex-Skalen hinten am Flügel, die im Laufe der ja jetzt fast oder über 130 Jahre sehr stark angelaufen ist, werden wir zu einer Spezialfirma schicken, die die dementsprechend neu verchromen wird. Ansonsten greifen wir, wie bei unseren Reparaturen und Restaurationen bekannt ist, immer gerne auf ein großes Maß an neuen Originalteilen zurück, um anschließend einen Flügel zu haben, der im alten Look ist, aber einem neuen Flügel in Funktion und Klang nicht nachsteht. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Für Fragen stehen wir euch gerne unter der 02307 12 12 5 zur Verfügung. Danke und tschüss.